Ich glaube, die Tragödie aus Paris steckt uns allen noch in den Knochen. Und ich fühle mit den Opfern und ich verstehe den Schrecken. Aber denkt immer daran, die wahre Waffe des Terrors ist nicht die Gewalt, sondern die Angst. Und aus diesem Grund werde ich kein Video zum IS machen, zu den Anschlägen oder zu sonst irgendwas. Nein, ich mache genau das, was diese Arschlöcher nicht wollen. Ich mache so weiter wie immer. Das heißt, ich reg mich heute über Vollidioten auf. Viel Spaß bei diesem Video. Hallo, ihr Lieben. Okay, bevor wir loslegen, das Video hat den Titel "Drei gute Gründe, keinen geregelten Job zu machen". Es gibt zwei Möglichkeiten, wie das Ganze hier laufen kann. Entweder hebt er sich auf dem ganzen geregelten Jobzeug auf, das heißt, es geht nicht darum, keinen Job überhaupt gar nicht zu haben, sondern es geht halt primär um Leute, die auf eigene Rechnung arbeiten, dies, das, jenes, bla. Und dann muss ich sagen, ja, es ist unheimlich cool, sowas als Job machen zu können. Eigenständiger YouTuber, selber Firma haben, was auch immer darunter fällt, sein eigener Boss sein ist immer nice. Das Problem ist, ich gehe davon aus, es geht in die Richtung, warum es überhaupt cool ist, gar keinen Job nie nicht zu haben. Und in dem Fall packe ich meinen Sturzhelm auf, weil ich mir heute sehr häufig mit der Hand gegen den Kopf hauen werde. Hier spricht euer K zum wunderschönen Thailand. Momentan ist mir egal, wie viele Ladyboys du hattest, komm zum Punkt. Ich bin heute hier, um dich zu inspirieren, um eine Illusion zu zerstören, die dich in einem Käfig aus gefühlter Sicherheit hält, der dir Unglück bringt oder der dich zumindest nicht in dein volles Potenzial und Glück und Reichtum eintauchen lässt. What in God's holy name are you blathering about? Alter, ich habe Esoterik-Spinner gesehen, die mir die 12. tantrische Dimension erklären wollten und die haben mehr Sinn gemacht als du gerade. Diese Illusion ist, dass dein Job dir Sicherheit gibt und du da nicht raus kannst deswegen, weil alles andere sich so unsicher anfühlt. Der Job verspricht dir Sicherheit. Okay, erstens, wenn du idiotische Scheiße labern willst, schreib dir deine Punkte wenigstens vorher auf. Zweitens, ja, mein Job gibt mir finanzielle Sicherheit. Warum ist das bitte eine Illusion? Falls ihr euch fragt, warum ich hier gespult habe, ich habe gerade 1 Minute und 40 Sekunden des dämlichsten, ohrblutendsten, zusammenhanglosesten Bullshits übersprungen, den ich je gehört habe. Und nur um euch zu zeigen, was ich euch da erspart habe, nehme ich eine der Aussagen, die da getroffen wurde. Seid ihr bereit? Schnappt euch eine Flasche Jack Daniels, schnürt euch am Stuhl fest. Es geht los. Nicht nur das Recht, das ist ja mal wohl klar, dass du das Recht hast, ja, ein Leben in Reichtum und Glück zu verbringen. Ich hoffe. Also, während du ein Shirt anhast, das von Ausbeuterbetrieben hergestellt wurde, erzählst du mir, dass jeder Mensch reich und glücklich sein sollte, ohne dafür arbeiten zu müssen. Muss ich erklären, warum du dämlich und heuchlerisch bist, oder begreifst du es selbst? Es ist eine Lüge. Es kann dir jederzeit weggenommen werden. Es kann dir alles weggenommen werden. Dein Job, du kannst morgen gekündigt werden. Das ist ein reales, mögliches Szenario. Wenn du jetzt mit mir hier mitgehen kannst, das ist quasi eine Sache, die du gar nicht wirklich voll dahinter stehst, ja, die dein Überleben sichert, aber ja, dass dir die weggenommen werden, dass du das voll gegen die Wand fahren kannst. Wenn du das akzeptierst, den Fakt, ja, dass was du nicht besonders, wo nicht du nicht voll dahinter stehst, dir weggenommen werden kann, dann kann man doch sehr wohl auch versuchen, seinen Träumen nachzugehen. Was Tolles, was mit Sinn zu machen, was Bedeutung hat zu tun. Ja, weil es kann sowieso dir weggenommen werden. Dann kann man doch am besten lieber scheiterst du doch mit was, was von Bedeutung ist, als mit was, was scheiße ist, oder? Also lebe deinen Traum. Scheiß drauf, dass du eine Familie zu ernähren hast, dass du selber noch irgendwie von was leben musst, dass du dein Haus verlieren kannst. Lebe deinen Traum. Du verstehst wirklich nicht, wie es mit den Ressourcen funktioniert, oder? Ich sage das mit so viel Inbrunst, weil wir als Sundance Family oder ich und meine Familie immer daherhalten, dass die Leute ihre Träume auf uns projizieren und immer denken, oh, ihr habt so gut, ihr habt so viel Freiheit und ihr habt das alles so gut abgesettet für euch.
Das kam aber daher, ja. Das ist, erst einmal ist es nicht vom Himmel gefallen, sondern wir haben das möglich gemacht. Wie denn das? Habt ihr eine Bank überfallen? Und wir haben das möglich gemacht, weil wir eben dieser Illusion nicht mehr weiter zugespielt haben und einfach klar gesagt haben, ja, scheißegal. Damit ihr alle versteht, warum ich so frustriert bin, hier einmal ganz kurz die wirtschaftliche Realität der Lage. Wenn ich meine Träume ausleben möchte, brauche ich dafür Geld, weil das Geld mir Ressourcen verschafft, mit denen ich meine Träume realisieren kann. Wenn ich also kein Geld habe, kann ich meine Träume nicht realisieren. Und du, Nappel, willst mir nicht erklären, woher das Geld kommen soll, wenn ich dafür nicht arbeiten gehe. Ich will hier auch einmal sagen, nicht, dass das irgendwas von Bedeutung wäre, aber manchmal kann es ganz, ganz gut sein, das zu hören. Du hast meine Erlaubnis, nach Glück, Reichtum und Gesundheit zu streben und das auch zu erhalten und zu erlangen, ohne dass du dafür was Besonderes tun musst, außer du selber zu sein und deinen inneren Neigungen und deinen Leidenschaften nachzugehen. Also jeder soll ein vollkommen utopisches Leben führen, ohne dass irgendwer dafür arbeiten muss. Weißt du, wenn die Christen sowas behaupten, haben sie wenigstens noch Jesus da rumstehen. Du willst einfach, dass Sachen passieren. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Alles, was hier gesagt wird, ist so fundamental, undurchdacht, dämlich und einfach nur falsch, dass ich meinen Kopf fassen muss. Das sind die Aussagen von jemandem, der nicht kapiert, dass das Shirt, das er anhat, von irgendwem gemacht worden sein muss. Ich brauche einen Schnaps. Oder 15.